Es geht weiter. Ich bin an einer sehr gefährlichen Stelle. Brutus, komm runter auf den Boden. Den Tatsachen mit dir. Yay! Ha 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 ha! In your face! I hate you. So. Jetzt ist auch dieses Level freigeschaltet. Und jetzt kommt was verdammt Großes. Was verdammt Großes. Dahinter versteckt sich der vorletzte Boss. Und dieses Level ist gleichzeitig Super Marissa World's Extra Stage. Das ist Super Marissa World's Extra Stage. Und... Oh. Ich komme nicht durch. Anscheinend war es wohl nicht genug, dass ich nur in World Zero 100% habe. Anscheinend hätte ich auch die ganzen Secret Exits holen müssen. Jetzt komme ich nicht durch. Ansonsten bleibt mir nur das da. Das Leben hat wohl einfach was gegen mich. Ich soll einfach nicht gegen den Extra-Boss antreten. Okay, hab's schon gecheckt. Und nun? Jetzt geht's hier weiter. Das vorletzte Level. Und ich bin... Oh, holy. I remember... Zeitanzeige ist ja wieder voll unendlich lang. Ich erinnere mich wieder, das hier ist das längste Level hier jetzt in Yukari Space und wahrscheinlich auch im ganzen Spiel. Es ist nämlich ein richtiges Labyrinth. Es gibt mehrere Wege und man muss halt genau gucken, welcher der richtige ist. Boah, du Wichser. Mach das nochmal und... 3 Kinder. Alles, was ich sagen kann. 3 Kinder. Okay, da muss ich euch jetzt mal was erzählen mit den 3 Kindern. Das ist eigentlich eine funnige Story. Weil ich nehme privaten Unterricht für Klavier und Gesang. Und da hat mir meine Lehrerin halt... erzählt, was ihr mal passiert ist. Sie ist auch auf einer nordrhein-westfälischen Schule Musiklehrerin und... Oh, scheiße! 3 Kinder. Jedenfalls hat sie mir dann erzählt, ist sie mal mit Auto gefahren. Das war noch im letzten Jahr, zum Zeitpunkt, als Michael Jackson gestorben ist. Hat sie das halt im Radio erfahren. Und da kam eine ehemalige Schülerin von ihr ganz aufgeregt zu ihr und so, Frau Kohl, Michael Jackson ist tot. Ja, das habe ich gerade im Radio gehört. Und dann wurde es echt krank. Hat sie nämlich so mit ihren Fingern gestikuliert und der hatte 3 Kinder. Und bei den 3 Kindern hat sie ohne den Daumen und den Zeigefinger nur den Mittelfinger gezeigt. Einziges Kommentar. Hoppla. Das ist echt so geil gewesen. Komödienhaft. Wow. Immer höher. Oh, holy. Holy hell. Na, komm an. Raus mit dir! Wichser. Okay, dann bleibst du am Leben. Von mir aus. Ich hab nichts dagegen. Gott, ey. Wie lange ist das denn noch? Okay. Wie lang ist dieses Level?
Pisse. Ein Midpoint. Nehme ich gerne an. So, wow. Jetzt irgendwie. Aha. Oh Gott, ey. Reinstes Labyrinth. Ah! Ha! Hilfe! Mama! Wo bin ich? Ist das überhaupt der richtige Weg? Oh, I don't know anymore. Ich bin jetzt total orientierungslos. Ich bin so orientierungslos wie ein orientierungsloses Mädchen, das keinerlei Orientierungssinn hat. Oh nein! Eisplatten! Oh Gott, wir werden alle sterben. Eisplatten, das Schlimmste, was so eine passieren kann. Haha! Okay. Okay, dann runter. Ich folge jetzt einfach mal den Weg, der mir hier gezeigt wird. Es gibt mehrere Wege. What the hell? Ah! What the hell? Mama. Ich glaube, ich gehe mal weiter hoch. Mal sehen, was dann so kommt. Die Eisplatten. Aha, Midpoint. Very interesting. Okay. Ich weiß, dass du da bist. Runter. Okay. Zum Teufel nochmal, wo bin ich? Aha, interesting. Ich bin sonst wo gelandet. Aha. Rumia! Besonders viel hat's mir jetzt nicht wirklich gebracht. Ich bin echt orientierungslos. Ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll. Hier scheint jeder Weg der richtige zu sein. Ist es aber nicht. What the hell? Aha, hier geht's weiter. So. Na, come on. Komm raus, ich weiß, dass du da bist. Keine Eisplatten mehr. Sehr schön. Oh, das war knapp. War gut. Knapp, aber gut. Ah! So. Immer weiter hoch. Oh, jetzt gibt's Mauern. Holy hell. Hä? Ich hab doch gerade was. Aha, was versteckt sich da denn? Schon wieder. Rumia. Okay. Es geht wieder höher und höher. But holy! Kannst du nicht mal langsam ein Ende haben? I mean, seriously? Das ist doch lang genug. Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh fuck! Ich weiß nicht. Kurze Pause, dann geht's weiter. See ya guys!